Rufkraut zählt botanisch zur Gattung Erigeron. Das Wort entstammt den altgriechischen Worten Eri für früh und Geron für Greis. Der Name bedeutet also schnell verblühend und somit schnell fruchtbildend. Nach der Blüte entwickelt sich der sogenannte Pappus. Pappus, auch aus dem Griechischen hergeleitet, bedeutet Großvater. Pappus sind haarartige Gebilde, die an den Früchten hängen, durchaus an das weiße Haar des Großvaters erinnernd und für die Verbreitung der Samen über die Luft sorgen. Man spricht hier auch von Schirmchenfliegern. Am bekanntesten ist hier wohl der Löwenzahn. Weltweit gibt es etwa 400 Arten Erigeron, für Mitteleuropa habe ich 16 gezählt und in Nordamerika gibt es 173 Arten dieser Gattung und von dort kam das einjährige Berufkraut, aber auch das kanadische Berufkraut in unsere Breiten. Dies war schon Anfang des 18. Jahrhunderts. Das einjährige Berufkraut, das man übrigens auch Feinstrahl nennt, hielt man bei uns als Zierpflanze. Die Pflanze wächst, wie der Name schon sagt, einjährig, manchmal aber auch zweijährig. Man findet sie auf Ödland, Schuttplätzen, an Böschungen und an Ufern. Das einjährige Berufkraut findet man häufig. Blütezeit ist Juni bis Oktober und die Pflanze wächst bis zu einem Meter hoch. In der Schweiz ist die Verbreitung so stark, dass die Pflanze zu den invasiven Neophyten gezählt wird. Also eine Neubürgerpflanze, Neophyt, die der heimischen Flora schadet, invasiv. Das einjährige Berufkraut, aber auch das kanadische, sind durchaus Heilpflanzen, wenn auch sehr unbekannte. Das einjährige kann man gegen Erkältungskrankheiten verwenden. Es wirkt schleimlösend, schweißtreibend, aber auch harntreibend. Man kann die Droge auch bei Hals- und Hautentzündungen einsetzen, sowie gegen Durchfall. Das kanadische Berufkraut verwendete man gegen Ruhr, bei Durchfällen und zur besseren Wundheilung. Die Pflanze ist von der Blütezeit, der Wuchshöhe und dem Vorkommen mit dem Einjährigen vergleichbar. Jetzt habt ihr euch sicher gefragt, warum um alles in der Welt heißen die Pflanzen Berufkräuter. Zuerst einmal mit dem eigentlichen Beruf, einer Arbeit, einer Tätigkeit, hat der Name nichts zu tun. Er kommt vielmehr von Berufen, also verzaubert oder behext zu werden. Traten damals Krankheiten auf, bei denen die Menschen davon ausgingen, dass eben diese Krankheiten durch Hexen, Zauberer, schwarze Magie entstanden waren, so nutzte man die Berufkräuter quasi als Gegenzauber. Man kochte Sud und rieb sich damit ein, damit der böse Zauber und somit die Krankheit aufgelöst werde. Vorsorglich legte man die Pflanzen auch in Kinderwiegen und gab sie dem Tierfutter bei. Aber nicht nur die eigentlichen Berufkräuter, also Erigeron, wurden dazu genutzt. So gab es noch andere Pflanzen, mit denen man sich vor den Berufen zu schützen versuchte. Da hätten wir zum Beispiel den aufrechten Ziest, das Christophskraut, das gemeine Kreuzkraut, aber auch die Sumpfschafgarbe, den Wundklee und den Rheinfarn.